Leute, was geht? Heute mal mit ganz, ganz merkwürdigem Setup hier, Alter. Chiara ist heute bei mir. Was machen wir wohl? Jetzt haben wir natürlich schon ein Tutorial rausgesucht von Bob Ross. Wer ist Bob Ross? Boah, Bildungslücke. Absolute Bildungslücke, Alter. Wir werden eine ganz typische See- und Berglandschaft von ihm machen. Also ich würde sagen, wir können auch langsam mal anfangen, oder? Wir müssen nämlich das Ganze noch weiß einmal malen. Warum auch immer. Ich weiß auch nicht, was das genau bringen soll, aber... Zur Verblendung besser. Ist nur weiß. Es ist nur weiß. Du musst das einfach nur vom Tisch kaufen. Leute, ich kann gar nicht malen. Was tue ich hier? Hilfe. Digga, ich bin jetzt schon überfordert. Ich male diesen Canvas nur weiß und bin schon überfordert, Alter. Ja, habe ich zu wenig? Sei ehrlich. Muss ich noch ein bisschen mehr? Sei ehrlich. Die Ecken vielleicht? Die Ecken, sie... Da war ein Fleck! Boah, ich bin so gespannt, ne? Also ich kann ja literally, kann ich ja gar nicht malen. Ich habe ja auch null Erfahrung quasi und so weiter und so fort. Aber ich hoffe, dass mein... Ich kann auch nicht malen. Dass Daddy Bob Ross, Daddy Bob Ross. Mir das irgendwie beibringt. Was war das? Fail... Das war Fail Blue. Was tue ich? Hilfe! Hilfe! Alter, mein Arm tut jetzt schon weh. BTF. Ich habe überlegt, ob ich es verlose. Aber ich muss gucken. Vielleicht gefällt es mir so gut, dass ich es mir an meine eigene Wand hängen möchte. Ich glaube, ich stick to the rules einfach, weil ganz ehrlich, ich habe Angst. Soll ich out of the rules gehen, Leute? Sie out of the rules, ich into the rules. Chiara macht out of the rules und ich mache einfach... Ein bisschen rot am Drein. Ich mach einfach mit den Rules, Alter. Ich mach alles so, wie Daddy Bob Ross es sagt. Oh, das sieht voll schön aus. Ja. Fuck. Ich kann hieraus auch ein Video schneiden, to be honest. Wenn das okay ist für dich. Nee. Okay, dann halt nicht. Ich Okay. Okay. Oh mein Gott, das sieht so scheiße aus bei mir. Warum sieht das so scheiße aus? SOS. There's no mistakes, just happy little accidents. Ich glaube, eigentlich, ich möchte halt einen neuen Schreibtisch haben. So einen, der halt auch so höhenverstellbar ist. Und dann möchte ich mir so noch einen Tisch kaufen, weil der hier ist halt viel zu groß für diese Ecke. Aber so einen kleinen Tisch für den Rand, ja. Dass man da halt auch mal so dran basteln kann und sowas im Stream. Dann das wäre doch voll cool. Ich habe so Erdbeer-Shapes. Wow, wie geil das aussieht. Wow, die Farbe. Ich finde das auch sehr gut, dass ich mit dir immer sehr spontan sein kann, weil ich bin halt auch so ein Mensch, wenn ich Sachen nicht direkt umsetze, dann mache ich die nie. Ja. Russian White, Alter, ich habe vorhin Russian Blue gelesen und dann habe ich das gegoogelt und dann kamen nur Katzenbilder und ich war so, hä? Wie Katzenbilder? Ich wollte doch eine Farbe. Keine Ahnung, Nachbarn. Moin, servus, moin. Ich wollte doch eine Farbe suchen und nicht Katzen, Alter. Und dann war ich so, oh. Das heißt Prussian Blue und nicht Russian Blue. Ja, der Schimmer ist jetzt bei mir leider. Stop. Weg. Passt. Okay, weiter geht's. Nein, jetzt weiß ich nicht mehr, was wir brauchen. Hilfe. Hallo, Bob. Ich habe Angst, deswegen mache ich jetzt einfach. Hat gut funktioniert bei mir auf jeden Fall. Ist mein Spachtel nicht so geeignet? Ich glaube, die sind beide nicht so geeignet dafür. Junge, er ist viel zu schnell. Stopp! Ah, guck mal. Na, guck mal. Ich habe was falsch gemacht. Sie hat doch ein bisschen Farbe. Ich kriege halt die Kanten gar nicht scharf hin. Was hast du gemacht? Oh nein. Aber ich glaube, da kommt eh noch... Nee, da kommt nichts mehr hin, oder? Kleiner. Es gibt keine Fehler. Welches Hogwarts-Haus bist du? Hufflepuff. Ja, ich war schon immer Slytherin. Ich liebe Slytherin. Ja, meine sehen auch nicht so glatt aus. Deine sind viel glatter. Aber wir werden das ja gleich noch aus... habe ich gehört, dass wir das noch blenden. Ja! Guck mal, das sieht hier gar nicht gut aus. Oh Junge, das ist bei mir ja gar nicht braun. Ich habe ja heute meine Instagram-Story gefragt, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht, ich mag Toastbrot. Und es hat niemand Nein gedrückt. Und wehe, jemand geht jetzt und drückt Nein. Bitte. Ich habe jetzt 55 neue Beziehungen. Ganz viele Leute mögen Toastbrot. Freut mich auch sehr für euch. Pass auf. Top. Ja. Müssen die noch ein bisschen runtergezogen werden? Eigentlich, aber... Wisst ihr was, Leute? There are no mistakes, just happy little accidents. Wie
Exodus. Oha. Sieht aus wie eine richtige Berglandschaft. Ja, was ist besser? Leute, ich verlose das dann doch nicht. Ich mache dann ein Instagram-Video, wie ich das verbrenne. Vor euren Augen. Aber Leute, jetzt to be honest. Komm schon, dafür sich nie male. Ich meine, es ist halt einfach nur das, was Bob Ross bis jetzt auch gemacht hat. Also kann ja jetzt nicht so viel schief gegangen sein, Ike. Ich finde die Farbpalette am schönsten. Leute, die Zehner und ich hau mir die in die Fresse. Spaß. Klar, richtig am Viben. Warum sieht das bei dir so viel besser aus als bei mir? Oh, oh, oh. Hilfe! Hilfe! Chiara passt auch. Ja, Chiara und Clara sind ja auch quasi derselbe Name. Die sind aus derselben Familie. Farbfamilie. Soll ich dir mal die Story erzählen, wie ich meine Gehirnerschütterung hatte? Meine richtige, erste. Ich war in der Grundschule und ich wollte nach Hause laufen, ja? Und ich hatte damals voll den Crush. Und dann bin ich so rückwärts gegangen, weil ich so halt geguckt habe. Und dann habe ich auch so geguckt, so läuft irgendwer auch in meine Richtung nach Hause. Ich war halt so ein bisschen Außenseiter, dies, das, ne? Man kennt. Habe ich halt gesehen, okay, da ist niemand und sowas. Dann musste ich halt allein nach Hause. Ja, und dann habe ich mich umgedreht und bin BAM gegen eine Laterne gelaufen. Was? Aber richtig volle Kanne, Alter. Und dann eine Gehirnerschütterung. Und dann habe ich als erstes geguckt, ob meine Brille noch heil ist. Das war meine erste Sorge. Das ist halt das Wichtigste. Ja, wirklich, das war meine erste Sorge. Ich dachte so, scheiße, die Brille. Und dann bin ich nach Hause gerannt. Das war auch nicht die beste Idee, aber bei mir sieht es halt auch wirklich ein bisschen glasiert aus. Aber ganz ehrlich. Glasiert? Diese Kuchen. Ja, ist halt ein Kuchen, Leute. Leute, ich mache jetzt ASMR-Channel, okay? Kann man halt literally beim Malen machen. Ja. Warte. Der da jetzt einfach noch so ein... Das mache ich jetzt auch. Okay, Leute, ich stelle es einfach dann bei eBay rein, ja? Ihr ja. Dürft dann bieten. Hä? Ist ja gar nicht mal so schlecht. Junge, ich denke mir so, was ist das für ein Kackrutz? Aber da sieht es legit aus. Da sieht es wirklich gut aus. Da sieht es... Hä? Marketing. Ich hab Flachland. Nee, ich. Ich hab Flachland. Literally, ich hab Flachland. Ich versuch das auch noch so ein bisschen so hochzublenden. Es ist aber auch bei mir so. Nun ja. Junge, ich versteige das auf eBay dann, okay? Ich versteige das auf eBay, Leute, wenn es fertig ist. Mach mal. Aber ihr müsst es dann selbst abholen. Joke. Ob ich euch meine Adresse gebe, Leute. Ihr dachtet kurz. Ich habe Angst. Busche, das kommt, da kommen noch Buschis hin. Blendet ihr. Ach, blendend. Dir. Ich bin so voll in meinem Mal-Dings drin. Ich denke so, hä? Wie blendet ihr? Ja, wir blenden. Naja, das sieht nicht aus. Bei mir auch nicht. Ja, schau. Ja, könnte schlimmer sein. Könnte legitim schlimmer sein. Leute, ich sag ja immer, ne? Schlimmer geht immer. Holy shit, Alter. Ich weiß nicht, wie das in mir kommt. Das sieht so kacke. Das ist jetzt legitim so. So, machen wir jetzt die Bäume. Mhm. Bist du bereit? Für die Bäume bin ich tatsächlich bereit. Ach, das macht mich gerade wieder happy. Darauf habe ich mich auch die ganze Zeit gefreut. Hä, Bäume malen ist voll cool. Oh mein Gott, das sieht in der Kamera halt legitim. Echt gut aus. Echt gut aus. Da kommt noch ein zweiter Baum neben, Leute. Kill the darkness. Ja. Kill it.
Warum sieht das bei ihm so gut aus und bei mir nicht? Hä, WTF? Ich sehe das gerade an und realisiere gerade, ich habe das gemalt. Ja, ist doch nice. WTF? Ja, okay. Okay, Bob. Dann mache ich einfach. Wenn es wirklich da sind Männer, dann mache ich einfach. Dann mache ich einfach die Bushes. Kommt da noch was? Ja, ja gut, doch, sieht Highlights. Gut aus. Highlights! Highlights! Ist doch nice. Ja, bei dir ist sie voll hell, bei mir ist sie. Ja, okay. Dir ist auch. Aber du hast halt. Meins ist halt viel weiter unten. Ich verstehe das gar nicht. Was habe ich denn. Was nimmt denn bei mir so viel Platz ein? Die Berg und der Nebel? Hä? Naja, aber es sieht trotzdem nicht schlecht aus. Egal, dieser verlaufende Dog ist. Tschüss. Oh, Gott bless. So, wir sind aber noch nicht fertig. Bob ist schon fertig, aber wir sind noch nicht fertig. Deswegen, wisst ihr was? Ich glaube, man sollte einfach aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich meine, die Büsche sehen halt nichtmals ansatzweise so aus wie bei ihm. Aber ganz ehrlich, ich bin auch kein Bob Ross. Meinung? In der Kamera sieht das so nice aus. Nice, Alter. Sehr, sehr nice. Danke, dass du da warst. Sehr gerne. Danke, dass du mit mir hier gemalt hast. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich zwischenzeitlich echt einen kleinen Nervenzusammenbruch hatte. Aber naja, wäre ja kein klarer Stream, ne? Bye, bye. Ciao.